Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Spiel. Liebe Fußballfans, willkommen hier in der HDI Arena. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hannover 96 gegen SC Freiburg. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften, vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Und so gehen's die Hannoveraner an. Zwar nur ein Stürmer, aber defensiv spielen sie trotzdem nicht, oder? Das stimmt. Im 4-5-1 haben sie zwar nominell nur diese eine Spitze, aber was sind das für Offensivqualitäten, die da mit dem Mittelfeld kommen? Also das werden wir heute garantiert wieder sehen. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Schauen wir uns Ihre Formation heute an. Also auf dem Papier wird es ein 4-4-2 mit hängender Spitze sein. Wir warten mal ab, wie Sie sich da offensiv dann wirklich präsentieren und organisieren. Das war der Anstoß. Spiel läuft. Das könnte eine Gelegenheit werden. Pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Mathieu Valbuena, Nils Petersen. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Füllkrug. Nils Petersen. So, was macht Waldschmidt? Korb. Leonardo Bittencourt. Gieselmann. Leitner. Gieselmann, Rani Khedira, Khedira, Leitner, Füllkrug, Ballverlust. Henriksen. Michael Hefele. Mathieu Valbuena. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Clichy. Ja, sie können erstmal klären. Und heute feiert der neue Defensivspieler sein Debüt bei Ihnen. Und zu dieser Verpflichtung können wir Sie nur beglückwünschen. Korb. Gieselmann. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball.
Und jetzt Henriksen. Henriksen. Jonathan Schmid. Schmid. So langsam wird's gefährlich. Charisma. Nils Petersen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Gut gemacht, gutes Tackling. Leitner. Felix Klaus. Leitner. Korb. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Gefährlich! Könnte was werden. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Und jetzt Henriksen. Jonathan Schmid. Mike Franz. Waldschmidt. Schönes Zuspiel hier. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Na, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Da kommt die Ecke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Mike Franz. Macht er gut. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Da stand der Assistent gut. Abseits. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Leitner. Sie haben Platz. Schönes Zuspiel. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Jetzt Valbuena. Mike Franz. Sie kommen über den Flügel. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Jetzt die Flanke. Fällt das Tor doch noch. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Er spielt den Pass auf den Flügel. Leonardo Bittencourt. Gieselmann. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Waldemar Anton. Korb. Khedira. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auf Freistoß geben. Jetzt gibt es die gelbe Karte.
vertretbar, denke ich. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja, klar. Foulspiel hier. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Das. Er versucht es einfach mal, aber ohne Erfolg. Große Distanz, dann trotzdem so ein klasse Ball, fast das Tor. Viel hat da nicht gefehlt, jetzt in der Wiederholung sieht man das noch ein bisschen deutlicher. Und da sieht man deutliche Erleichterung in einigen Gesichtern, da fehlte wirklich nicht viel. Felix Klaus. Waldschmidt. In den freien Raum. Was macht er draus? Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Auf außen ist jetzt Platz. Felix Klaus. Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er flanken. Und die Chance. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel, aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Korb. Waldemar Anton. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Gut abgefangen, dieser Ball. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Jetzt der Ballverlust. Gieselmann. Auf außen ist Platz. Leonardo Bittencourt. Geblockt vom Verteidiger. Der Versuch war harmlos. Leitner. Leonardo Bittencourt. Jetzt der Schuss. Gut gehalten. Waldemar Anton. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Ja, der nächste tolle Pass. Leitner. Und er gewinnt den Zweikampf. Sie holen sich den Ballbesitz. Der Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und da kommt er an den Ball. Sie kommen jetzt über außen. Gute Aktion. Und Valbuena. Macht er gut. Zweikampf um den Ball. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Quaresma. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Und nun Quaresma. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Schmied. Jetzt Quaresma. Und jetzt Henriksen. Und direkt zurückgespielt. Henriksen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Klose. Valbuena. Partie ist unterbrochen. Es gibt Einwurf.
Mike Franz. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Mathieu Valbuena. Gefährlich! Fängt diesen Ball ab. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Jetzt war Buena. Clichy. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da können Sie jetzt flanken. Keine Diskussion. Berechtigter Freistoß hier. Er wird den Ball reinbringen. Und was können Sie raus machen? Freistoß kommt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Quaresma. Tolles Zuspiel. Nils Petersen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da kommt der Pass. Steigespiel. Die Chance. Und den Ball hält der Torhüter fest. Nun Quaresma. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Jonathan Schmid. Mike Franz. Ja, könnte was werden. Vielleicht die Führung jetzt. Da haben Sie gut aufgepasst. Waldemar Anton. Leitner. Felix Klaus. Könnte jetzt was werden. Jetzt ist es gefährlich. Er bleibt unter Druck am Ball, obwohl diese Ballannahme nicht optimal aussah. Hereingabe in die Mitte. Das hätte gefährlich werden können. Ball im Aus, das gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Sie bekommen den Abstoß. Der Ball kommt doch richtig gut rein, aber er kann ihn irgendwie nicht verwerten. Super Flanke. Aber das Timing beim Kopfball stimmt nicht. Henriksen. Quaresma jetzt. Ah, das könnte was werden jetzt. Pass auf den Flügel. Kann er was draus machen? Da ist die Flanke. Schade. Da war sicher mehr drin. Michael Hefele. Pass auf die Außenbahn. Jetzt die Flanke. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Leitner. Felix Klaus. Gute Aktion. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Jetzt können Sie einwerfen. Wird da eine Chance raus? Leitner. Felix Klaus. Gute Chance für eine Flanke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Souverän, er hat den Ball. Nils Petersen.
Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ja, gute Gelegenheit vielleicht, aber Sie stehen ihm auf den Füßen. Was für eine Aktion. So, gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und jetzt Henriksen. Klischee. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Nils Petersen. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Leitner. Jetzt der Vorstoß. Er kann ihn reinbringen. Ballverlust. Gefährlich. Leitner. Da haben ein paar Meter gefehlt. So wird das nichts mit dem Treffer. Leitner. Korb. Waldemar Anton. Khedira. Gieselmann. Leonardo Bittencourt. Was macht er draus? Super Pass! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mike Franz. Und nun Valbuena. Da ist die Hereingabe. Ah, oh, er kann klären. Leitner. Jetzt könnte es gefährlich werden. Korb. Sieht gefährlich aus. Der Ball ist weg. Abstoß. Also sein nächster Arbeitgeber ist ja nun bekannt. Er geht zu den Bayern. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Leonardo Bittencourt. Korb. Leitner. Leonardo Bittencourt. Gieselmann. Korb. Immer wieder diese schnellen Pässe. Sie arbeiten sich so langsam in Richtung Torchance vor. Jetzt holt er sich den Ball. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Leitner. Korb. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Super Einsatz, er holt den Ball. Valbuena jetzt. Valbuena. Klischee. Mike Franz.
Und jetzt Henriksen. Quaresma am Ball. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da hat er durchaus Optionen. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Nils Petersen. Mathieu Valbuena. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Auf außen ist Platz. Felix Klaus. Was für eine Rettungstat, gehalten! Da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Korb. Leonardo Bittencourt. Felix Klaus. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Waldemar Anton, ganz geduldig passen sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Ja, könnte was werden. Julian Korb, Felix Klaus. Spielt er den Ball in den Strafraum? Julian Korb, Ball kommt in die Mitte. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da geht er vorbei. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt die Hereingabe an den kurzen Pfosten. Super Aktion, gut geklärt. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine spannende Partie, wie ich finde, Bouchier. Ihr habt ja schon das Gefühl, dass jedes Tor entscheidend sein könnte. Ja, ein Spiel mit wenig Toren, da musst du natürlich höllisch aufpassen. Der klitzekleinste Fehler kann die Niederlage besiegeln.